Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu meiner Schreibwerkstatt. Wir haben heute das Thema Dramaturgie. Wisst ihr eigentlich, was der Begriff bedeutet? Der Begriff selber kommt aus dem Griechischen und bedeutet dramatische Darstellung. Dieser Begriff suggeriert eigentlich, dass man die Dramaturgie in den Händen hat. Es ist ein Tool, ein Werkzeug, das ein Autor oder eine Autorin benutzen kann, um einen guten Text zu machen, um ein gutes Storytelling hinzukriegen. Wir gehen mal zu den Details. Also zuerst mal der Aufbau einer Geschichte. Wir haben immer einen Anfang und einen Schluss und durch die Geschichte geht der rote Faden. Dazu später ein Video. In der Geschichte haben wir verschiedene Darsteller. Zum einen den Protagonisten, der eigentlich die Ich-Person ist und dem Leser, der Leserin am nächsten ist. Dann haben wir den Antagonisten, das ist der Feind bzw. das Gegenbild des Protagonisten. Dann gibt es zwei Typen von Nebenfiguren. Die einen sind die Typen, über die wir eigentlich nicht so viel erfahren und die einfach wirklich bedeutungslose Nebenfiguren sind. Und dann gibt es die Charaktere, über die der Leser oder die Leserin sehr viel erfährt. In dem Sinn haben wir eigentlich zwei Vehikel, und zwar ist es eine der rote Faden, also der Anfang bis zum Schluss der Geschichte. Wir können uns das wie ein Auto oder ein Zug vorstellen. Und dann haben wir den Protagonisten, der in diesem Vehikel sitzt. Der Antagonist und auch die Nebenpersonen sind eigentlich Werkzeuge, um den Weg des Protagonisten abzuenden oder um ihn zu bestimmen. Also sie sind eigentlich wie Faktoren, die wir als Autor, Autorin benutzen können, um die Geschichte abzuenden. Also im Grunde genommen geht es bei der Dramaturgie um eine gewisse Erzählstruktur. Man braucht einen Strang, also den roten Faden in der Geschichte. Es braucht auch Überraschungen. Und da sind einfach zwei Dinge wichtig, die man wissen soll. Und zwar der Mensch, der Leser oder der Zuschauer bei einem Film möchte Gewohntes antreffen. Also er möchte Dinge sehen oder hören, die er bereits kennt. Also die Straßenampel, die hat drei verschiedene Farben. Bei Rot geht man nicht über die Straße, bei Grün darf man gehen. Das darf man nicht komplett umkrempeln. Also das, was besteht, die bestehende Ordnung, muss eigentlich auch in einem fiktiven Werk Bestand haben. Und dann gibt es natürlich die Option, wenn man dann diesen Strang aufgebaut hat, dass man mit Überraschungen den Berg kittet. Also man kann quasi die Landschaft dann so gestalten, wie es einem gefällt, beziehungsweise die Geschichte, die man dann schreibt. Also das hat man in den Händen und dieses Tool, also dieses Fachwissen über wie und was darf ich machen, damit eine Geschichte auch Spannung von Anfang bis Schluss behält, das ist eben Dramaturgie. Ja, und jetzt, wo wir wissen, was Dramaturgie ist, gibt es vier Tipps, die ich euch mitgeben will, oder vier Schreibwerkzeuge, die ihr für eine bessere Dramaturgie anwenden könnt. Und zwar wären wir bei Tipp Nummer 1, Überraschung. Überraschung ist immer gut. Wir stellen uns vor, die Geschichte eines verlobten Paares, also der Mann und die Frau, die werden heiraten. Wir wissen das als Leser, als Leserin. Die Geschichte beginnt, sie bereiten die Hochzeit vor, die Gäste werden eingeladen, alles ist picobello, es ist eine wunderbare Welt. Und dann die Überraschung. Der Mann zum Beispiel trifft seine Ex-Freundin, mit der er eigentlich immer noch irgendwie gefühlsmäßig verbandelt ist, aber es war halt damals nicht möglich, dass sie zusammenblieben. Und jetzt hat er immer noch Gefühle für sie. Das heißt, er stellt seine ganze Beziehung, die aktuelle Beziehung in Frage. Also die Hochzeit kann so nicht stattfinden. Das ist ein Beispiel dafür für eine Überraschung, also eine Wende, die man nicht erwartet. Was eigentlich auch sehr gerne angewandt wird, sowohl im Film als auch in der Literatur, das sind Kontraste, also Gegensätze. Wir haben zum Beispiel den sauberen Manager, der sich für Prostituierte interessiert, oder wir haben den bei King Kong zum Beispiel das Beast, oder überhaupt bei Beauty und the Beast haben wir Beauty und das Beast, oder bei King Kong eben den Affen und die weiße Frau. Also wirklich enorme Kontraste, die den Zuschauer sehr reizen. Denn irgendwie sucht er nach einer Erklärung, wieso das oder warum passiert das. Also die Literatur und der Film gibt uns die Möglichkeit, das zu verbildlichen, was eigentlich in unserer Gesellschaft nur im Verborgenen abgeht. Und das ist genau die Spannung, die eigentlich der Konsument gerne hat oder sucht auch in der Kunst. Und dann Nummer 3, die Taktik der Verzögerung. Also wir haben das quasi in jedem Hollywood-Streifen, zum Beispiel Hangover,
Da haben wir das Problem, also die Männer haben ein Baby, das sie irgendwie zurückbringen müssen oder irgendwie unterhalten müssen. Und dann kaum haben sie das eine Problem gelöst, kommt das andere dazu. Also kaum, das ist quasi wie der Sisyphus in Action. Das ist eigentlich ein sehr beliebtes Mittel in der Dramaturgie. Und eines der interessantesten Mittel, das mich vor allem im Moment sehr beschäftigt, ist, dass die Hauptdarsteller eigentlich nicht so viel wissen wie wir. Der Autor oder der Leser. Das gibt uns einen enormen Raum zu Spielmöglichkeiten. Also wir wissen eigentlich, was so passieren wird oder was sich abgespielt hat im Rücken von ihm oder von ihr. Und er selber, man will eigentlich ihn warnen oder sie warnen, weil man eigentlich mitfühlt mit dem Protagonisten oder mit der Protagonistin. Man kann es aber nicht. Also man hat eine gewisse Ohnmacht als Leser oder als Zuschauer. Das ist auch ein enorm starkes Tool, das man verwenden kann, also diese Unwissenheit der Protagonisten. Zum Thema Dramaturgie gibt es ein sehr bekanntes Zitat von Alfred Hitchcock. Ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt, und zwar geht es da um eine Bombe unterm Tisch. Also wenn zwei Personen an einem Tisch sitzen und plötzlich explodiert eine Bombe, dann erschrickt das Publikum. Wir sind hier zwar beim Film, aber es kann genau gleich auch in einem Buch sein. Wenn aber der Zuschauer oder die Zuschauerin, beziehungsweise bei uns der Leser oder die Leserin, weiß, dass eine Bombe gelegt wurde, ohne dass es der Protagonist, der am Tisch dann sitzt, weiß, dann sind wir im Vorsprung. Das heißt, wir sind dann unter Spannung und erwarten dann, dass irgendetwas passiert. Und Hitchcock sieht eigentlich dieses Tool, also diese Bombe, dieses Wissen des Lesers, des Außenstehenden, und das Unwissen des Protagonisten, also diese Spannung, sieht er als ein Tool, um Dramaturgie herzustellen. Ja, das wäre es dann von meiner Seite gewesen zum Thema Dramaturgie für heute. Ich habe noch einen guten Spruch, den ich euch gerne mitgeben möchte. Und zwar wurde mir die Dramaturgie vor etwa 10 Jahren wie folgt erklärt: Die Titanic ist nicht gesunken, weil jemand vergessen hat, den Stöpsel in der Badewanne rauszuziehen. Also Dramaturgie darf nicht auf Zufälle bauen. In einer super guten Geschichte, in einer spannenden Geschichte ist alles sehr genau konstruiert, vom Anfang bis zum Schluss. Also jedes Detail ist wirklich sehr durchdacht. Das ist Dramaturgie.